Hallo und herzlich willkommen bei Hauptstadtsport e.V. Mein Name ist Nils Tischer und neben mir meine Kollegin Caroline Albrecht. Ja, auch ein schönes Hallo von mir für euch heute im Programm. Berlin Recycling Volleys, außerdem die Wasserfreunde Spandau im Champions League und beim Laufen waren wir für euch dabei. Richtig, jetzt kommen wir aber erstmal zum Hockey. Da sah es im Februar beim BHC ja nicht so gut aus. Da haben sie in der Halle die Endrunde verpasst. Jetzt geht es wieder aufs Feld und da ist natürlich das klare Ziel die Playoffs. Und da haben sie am Wochenende schon mal das erste Zeichen gesetzt. Zwei Spiele, zwei Siege, 2x5:0. Das war mal eine Ansage vom Berliner Hockeyclub. Die Mädels fegten den Underdog Eintracht Braunschweig vom Feld und überzeugten die neue Trainerin Natascha Keller. Naja, neu. Zumindest für ein Spiel. Naja, ich bin ja nur eingesprungen, weil Matthew nicht auf die Bank durfte. Und da hat es Spaß gemacht. Und von der anderen Seite, ich bin ja ein bisschen raus aus dem Hockey eigentlich, aber ich kenne die Mädels ja alle noch sehr gut. Und daher war es ein schöner Einstieg für die Mädels jetzt in der Rückrunde. Und so kann es für die Mädels weitergehen. Die Freude über den Sieg trotzdem genauso groß und im zweiten Match konnte Matthew Hetherington wieder selbst an der Seitenlinie jubeln. Und Stadtduell macht natürlich ganz besonders viel Spaß, besonders Jonas Gomoll schien das zu gefallen. Viermal netzte der 21-Jährige ein. War ja klar, dass ich wieder zurückkomme, nur dass ich nicht zur Rückrunde schon wieder zurückkomme. Und deshalb war schon im Derby da noch 4 Tore. Ja, sehr zufrieden. Das Bundesliga-Duell war an dem Tag nicht das einzige Stadtduell. Beim Derby Day wurde 16 Mal der Sieger zwischen dem BHC und dem TC Blau-Weiß ausgespielt. Manchmal waren sie jung und manchmal ein ganz klein bisschen älter. Eine ganz besondere Idee. Ja, wir heizen es ja auch mal selber an, positiv. Und wir sind ja auf BHC zugekommen wegen der Idee des Derbys hier, des ganzen Derby Days. Wir finden es ja bewusst wichtig. Ja? Wir brauchen auch so eine gesunde Rivalität hier in Berlin. Und heute haben wir mal verdient auf den Sack gekriegt. Ich hoffe, dass wir es zeitnah mal wieder andersrum gestalten können. Ja? Nicht 5-0, aber 2-1 würde mir auch reichen. Das schreit doch nach Wiederholung. Genauso wie das Ergebnis des Tages. Öfter ein Doppelsieg der BHC-Teams. Und man könnte das verpasste Finale in der Halle zu Hause ein bisschen vergessen. Wir haben es euch ja letzte Woche ganz groß angekündigt, die BR-Volleys im entscheidenden Spiel gegen die Power-Volleys aus Düren. Genau, und mein werter Kollege Nils wollte da ja eigentlich hingehen, aber leider hat er es nicht geschafft und ganz schön was verpasst. Es ist vollbracht, nach drei packenden Kämpfen gegen Düren setzen sich die Berlin Recycling Volleys mit 3:0 nach Spielen durch und stehen zum 5. Mal in Serie im Finale. Der Weg dahin, aber nicht immer ganz so leicht. Gerade das Auswärtsspiel in Düren, dieses 3-2, was sehr hart erkämpft war, das wird uns sicherlich auch in Erinnerung bleiben und auch helfen auf diesem Weg, um wie gesagt hoffentlich den nächsten Titel nach Berlin zu holen. Und da wartet mal wieder kein Geringerer als Friedrichshafen. In den vergangenen 2 Jahren lieferten sich die beiden Volleyball-Giganten der Liga immer packende Finalserien. Mit dem besseren Ende für die Volleys. In der laufenden Saison hat der Erzrivale aus dem Süden kleine Vorteile. Ja, es wird auf jeden Fall eng. Es steht diese Saison, glaube ich, 2-1 für Friedrichshafen in Spielen. Und deswegen müssen wir schon unsere beste Saisonleistung zeigen, damit wir da am Ende die Goldmedaille im Hals haben. Die Goldmedaille für soziales Engagement haben die amtierenden Meister schon. In der zweiten Satzpause beim 3:0-Sieg gegen die Power-Volleys wurden über 4000 mitgebrachte Kuscheltiere aufs Parkett geworfen, die dann von den Maltesern eingesammelt wurden und nun an Flüchtlingskinder verteilt werden. Ja, Wahnsinn, was das für eine Resonanz gegeben hat. Heute sind 4500 Kuscheltiere aufs Feld geflogen nach dem zweiten Satz. Und ja, war schon ein kleiner Gänsehautmoment. Kämpferisch und sozial, die Berlin Recycling Volleys zeigen sich schon jetzt für ihren Alter und neuer Meister. Ja, wir hatten ja letzte Woche für euch die Ultramarathonläufer im Programm. Leute, die über 100 Kilometer laufen, ja, mit einmal. Wirklich Wahnsinn und richtigen Respekt. Sag mal Nils, bist du eigentlich schon mal so weit gelaufen? Ja, über die Woche verteilt schon, ja. Aber beim Köpenicker Altstadtlauf war es nicht ganz so weit, dafür war es landschaftlich aber mindestens genauso schön. Und
Eine Olympiasiegerin hat den Startschuss gegeben. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Startschuss zum 19. Köpenicker Altstadtlauf, der Tipp 1848. Das Signal für die rund 500 ambitionierten Hobbyläufer gab diesmal die fünffache Olympiasiegerin Claudia Pechstein. Treffpunkt war traditionell am Müggelturm. Anmelden, kleine Stärkung, ein wenig dehnen und ab ging's auf eine der schönsten Laufstrecken Berlins. 10 Kilometer durch den Müggelforst, entlang an Müggelsee und Müggelspree bis in die Altstadt Köpenick. Und alles bei schönstem Frühlingswetter. Tausend Dank an die Tipp, die macht es super, ist schon seit Jahren. Und man kann sich eigentlich keine schönere Laufveranstaltung in Berlin wünschen. Klein, fein und gut organisiert. Ja, klasse. Sicherlich ein Grund, weshalb sich der Lauf seit Jahren wachsender Beliebtheit erfreut. Auch bei Läufern von außerhalb. Er lief sich wunderschön, ich bin die Strecke noch nie gelaufen, aber auf jeden Fall jedes Jahr von nun an wieder. Ja, das war schön, Wetter war optimal, nie so warm, nie so kalt. Und da habe ich ein paar Berliner getroffen. Am Ziel angekommen gab es dann die verdiente Stärkung auf dem Hof der Freiheit 15. Es gewannen übrigens Mariam Kostanian bei den Damen und Sven Pretorius bei den Herren. Und wer weiß, vielleicht startet Claudia Pechstein auch den 20. Köpenicker Altstadtlauf im nächsten Jahr. Dann vielleicht sogar mit Mikro. Ich habe kein Mikro, aber ich wünsche euch ganz viel Spaß und auch Erfolg. Ach Nils, mir fällt da gerade was ganz Tolles ein. Ich muss gerade an das letzte Wasserball-Champions-League-Spiel denken. Mhm. Wasserfreunde Spandau in ihrer Arbeitskleidung in der S-Bahn. Ja, da war ich auch dabei. Aber du hast mich nicht gesehen, weil ich genau so aussehe. Sicher, Nils, daran wird es gelegen haben. Ja, und auch letzte Woche waren unsere Wasserfreunde Spandau wieder in ihrer vollen Arbeitskleidung bei der Champions League dabei. Richtig, und zwar gegen den kroatischen Meister Reka. Ach und Nils, falls du das Badehöschen wirklich wieder anziehen willst, dann empfehle ich dir, lauf erstmal noch ein paar Kilometer. Achter Spieltag in der Champions League und ungewohnte Vorzeichen für die Wasserfreunde Spandau 04. Die Hauptrunde in der heimischen Liga schloss die Berliner ja erneut als Erster ab. In Europas Königsklasse sind sie gegen Rijeka trotzdem nur Außenseiter, was nicht bedeutet, dass sich der deutsche Meister in vornherein aufdrückt. Und im Sport kann ja bekanntlich eine Menge passieren. Die Gäste aus Kroatien lassen jedoch schnell erkennen, dass sie andere Pläne haben. Nach 2 Minuten und 13 Sekunden trifft Peter Muslim zum ersten Mal für den frisch gebackenen kroatischen Pokalsieger. Spandau-Keeper Lajlo Baksa muss in der verbleibenden Spielzeit des ersten Viertels noch 4 weitere Male den Ball aus dem eigenen Tor holen. Und so ist die Sensation beim Stand von 1:5 schon in weite Ferne gerückt. Im zweiten Viertel kommt zumindest die Berliner Offensive besser ins Laufen. Jüngling, Donner und Restovic erhöhen das Torkonto der Wasserfreunde auf 4 Treffer. Leider agiert der Angriff von Rijeka nicht weniger effektiv und so werden beim Stand von 4:9 die Seiten gewechselt. Doch auch nach der Pause ist keine Besserung in Sicht. Besonders schmerzhaft ist für die Berliner Rijekas knallhartes Konterspiel. Verliert der deutsche Rekordmeister vorne den Ball, dauert es häufig nur Sekunden, bis einer der kroatischen Weltstars frei vor dem Spandauer Tor steht. Kraft und Wille reichen beim Team von Peter Kovacevic schlicht nicht mehr aus. Martin Vermeeras 5:13 ist nichts weiter als Ergebnis Kosmetik. Ich denke, wir haben so ein paar Probleme aufgezeigt bekommen, die wir sicherlich auch in Bezug auf die Liga abstellen müssen. Also wo wir uns noch mal hinsetzen müssen. Bis die Playoffs in der DWL, der Deutschen Wasserballliga, starten, stehen für die Wasserfreunde noch die letzten beiden Champions League-Auswärtsspiele an. Dann heißt es noch zweimal Erfahrung gegen die besten Teams der Welt sammeln und sich für den Titelkampf in Deutschland in Bestform bringen. Ja.
Caro, ich habe einen Vorschlag. Wir beide haben ja jetzt bald Geburtstag. Ja. Ich morgen, du nächste Woche. Mhm. Wenn du mir so einen schicken Schlüpper von den Wasserfreunden Spandau schenkst, schenke ich dir den passenden Bikini. Wie war das? Finde ich gut. Ich bin aber auch gespannt, ob du das wirklich machst. Ja, aber wir müssen dann auch beide darin moderieren, das ist klar. Klar, wenn das Wetter wieder schön ist, auf jeden Fall. Und, also, okay. Deine Größe? Entschuldigung, aber ich will ja niemanden neidisch machen. Ja, gut, Caro. Mhm. Ja, also die Sendung ist vorbei. Bleibt weiter so aktiv auf Twitter, Facebook, Google+ und Instagram. Und uns bleibt jetzt nichts anderes mehr zu sagen als... Bleibt sportlich!